Deutschland gegen USA, Löw gegen Klinsmann. Bei der Fußball-WM geht es für beide Mannschaften um den Einzug ins Achtelfinale. Eigentlich sind die Amerikaner ja nicht als die größten Fußballfans bekannt. Aber die Weltmeisterschaft in Brasilien sorgt für WM-Stimmung im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Davon haben sich auch US-Stars wie Justin Timberlake oder Rihanna anstecken lassen. Rihanna outet sich als Klose-Fan. Erst postet sie bei Twitter "Mein Nigger Klose", was ihn wohl frei übersetzt zu ihrem Kumpel macht. Dann folgt ein Foto von ihr und dem deutschen Stürmer. Auch Sänger Justin Timberlake ist vom Fußballfieber erfasst. Er glaubt daran, dass die Amerikaner ihr Schicksal in der Hand haben. Sogar Captain Jean-Luc Picard, Patrick Stewart, outet sich auf Twitter als USA-Fan. Und das als Engländer. Die Fanseite der amerikanischen Mannschaft US Soccer hat bei Twitter bereits die 1 Million Follower-Marke geknackt. Bei Facebook hat US Soccer sogar schon 1,5 Millionen Anhänger. Halb Amerika blickt auf einen Deutschen, Jürgen Klinsmann, den Trainer der amerikanischen Mannschaft. Bei Facebook wird er zitiert: "Wir wollen in dieses Spiel gehen, 3 Punkte holen und fest im Sattel für die Runde der letzten 16 sein. Das ist unser Ziel." Na, dann hoffen wir Deutschen mal, dass es Yogi und unsere Jungs, den US-Boys, an diesem Donnerstagabend nicht ganz so einfach machen.